Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier und zwar auf meinem Kanal Bike Mechanic Simulator. Meine Lieben, da gibt es eine Demo, die gibt es aber schon länger, aber ich habe gedacht, die schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Das Spiel soll nämlich irgendwann jetzt rauskommen. Naja, wir haben auf jeden Fall unseren eigenen kleinen Fahrradladen, in dem wir quasi Service für Fahrräder anbieten und diese reparieren. Wir haben ein kleines Lager hier hinten noch dran, wir haben hier noch so einen kleinen Hinterhof. Ich glaube, das ist unser altes Rennrad, was wir irgendwann mal wieder fit machen und wo wir mal wieder auf die Piste gehen. Ansonsten können wir hier noch ein paar Körbe werfen. Oh, knappes Ding, Leute. Gut, wir wollen ja auch Fahrräder reparieren und kein Basketball spielen. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen, meine lieben Freunde. Schaut gerne selber mal rein in die Demo, die ist nämlich kostenlos verfügbar aktuell auf Steam. Was wir aber erstmal machen sollen, ist uns das Ganze hier ein bisschen anschauen. Wir sollen einmal an den Computer gehen und sollen auf Order gehen. So, hier haben wir schon die erste Order und zwar Geoffrey Harvester. Der möchte gerne sein Fahrrad repariert haben und zwar Replace Broken Seat, Adjust Front Derailleur, Inflate Front Tire, True the Rear Wheel. Okay, ich würde sagen, wir nehmen das Ganze einmal an. Das heißt, wir schmeißen das Fahrrad mal auf unseren Reparaturstand und ich muss ja eins dazu sagen, Leute, also seitdem diese Corona-Geschichte war, ich glaube, also es ist ja unfassbar, was Fahrradläden dafür einen Boom gehabt haben und nicht nur das, sondern was Fahrräder auch mittlerweile kosten und nicht nur was Fahrräder kosten, sondern was auch die dazu entsprechenden Servicekosten, Teile kosten und so weiter und so fort. Völlig verrückt. Deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was für ein Fahrrad fahrt ihr. Wir haben uns damals bei Corona übrigens auch ein Fahrrad gekauft. Kein Elektro, weil ich muss euch ehrlich sagen, also wenn du die Preise von den Elektrofahrrädern, wenn du ein gutes Elektrofahrrad wirst, wenn du dir die Preise anguckst, völlig irre. Du hast früher ein kleines Auto gekriegt für. Da hast du ein kleines Auto gekriegt. Also wirklich verrückt. Gut, wir sollen drei Kategorien, also es ist das Ganze in drei Kategorien unterteilt. Einmal Front, Middle and Rear. Und wir sollen erstmal den kaputten Sitz austauschen. Dann würde ich sagen, bauen wir den Sitz einmal runter hier. Und machen da erstmal einen neuen drauf. Dann haben wir das schon mal erledigt. So, zap, zap, zap. Mount Part. Das ist der alte Sitz hier. Hier haben wir noch einen neuen, den haben wir schon. Müssen wir gar nicht erst ordern. Haben wir noch im Lager gehabt, Leute. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Dann Front Derailleur. Was ist eine Aufgabe 2 Front Derailleur? Es könnte also vorne der Reifen, Inflate Front Tire, Rear Tire und hier leuchtet noch was gelb. Das könnte... Derailleur, guck mal hier. Das könnte die Schaltung ist das. Das ist ja Wahnsinn. Adjust. Also die sollen wir einmal einstellen sozusagen. WASD, da können wir diese Wellen hier größer und kleiner machen. See Target. Ah, okay, also da müssen wir hin. So muss die Schaltung quasi perfekt eingestellt sein. Oh. So und noch ein bisschen hoch vielleicht. Aber das geht doch gar nicht mit einer Welle. Ach doch, so rum. So rum muss die eingestellt. Oha. Jetzt passt's. So, Schaltung perfekt wieder eingestellt. Inflate Front Tire, das heißt, wir können eigentlich, brauchen wir wahrscheinlich nur diese Luftpumpe hier nehmen. Wir haben hier einen Turing Stand. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, hier sind so zwei Messeinheiten dran. Das ist so ein Felgeneinstellding. Da siehst du, wie die Felge, ob die eiert oder nicht eiert. Und dann kannst du die gerade machen. Das ist, glaube ich, einfach ein Rear Stand. You can find your tools, click on the post and return them to your places. Ah ja, okay, perfekt. Dann nehmen wir mal die Luftpumpe hier und dann wird hier mal aufgepumpt vorne der Reifen wieder. Dazu muss man aber eigentlich nicht erst in den Fahrradladen fahren, aber ist für uns natürlich leicht verdientes Geld. Einmal Reifen aufpumpen, easy money, Freunde. So, Reifen ist aufgepumpt. Oh, das Ding wieder dahin. Haben wir auch erledigt, to the rear wheel. Okay, alles klar. Also das Hinterrad sollen wir quasi einmal wahrscheinlich einstellen, also austauschen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das ausgebaut kriegen. Da müssen wir als allererstes die Kette abnehmen. Ah, da gibt es ja so ein Multitool. Da kannst du die wahrscheinlich dieses Kettenschloss aufmachen und kannst das abnehmen. Was fehlt jetzt noch? Achso, natürlich hier. Dieser Spann. Wie nennt man das? Spann? Irgendwas. Unlock. So, machen wir den einmal auf. So ein Schnellspanner ist das doch. Gut, und Take off the Wheel. Jetzt können wir es rausnehmen. Gut, jetzt haben wir aber das ganze Rad draußen.
Ich würde sagen, dann gehen wir einmal zum Wheelstand, machen das einmal hier rein und zerlegen das weiter, oder wie? Ah, ich glaube schon. So, dann einmal rausbauen. Können wir hier die Bremsscheibe noch abnehmen. Dann müssen die ganzen Imbusschrauben rausgedreht werden. Ach ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, so und so, als Fahrradmechaniker könnte ich mir auch vorstellen zu arbeiten. Ist eigentlich eine coole Sache, oder so? Fahrräder, vor allen Dingen, ey, wenn du siehst, diese neuen Fahrräder, gerade mit diesen ganzen Elektro-Krimskrams und so weiter. Warte mal, den Reifen müssen wir, glaube ich, noch runter machen. Das ist ja Wahnsinn, das sind ja technische Highlights mittlerweile. Du brauchst ja mittlerweile teurere Schlösser wie das Fahrrad, um die Dinge irgendwo anzuketten. So, gut, was sollen wir jetzt machen? Ich würde sagen, wir nehmen das einmal runter, das Rad, und schmeißen das mal hier rein. Und stellen das einmal ein. So, Moment. Hola, 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 muchacho. So. Müssen wir hier mit A und D, müssen wir das Ganze in der Mitte halten, das wieder schön einzustellen. Und dann haben wir das, glaube ich, jetzt erledigt, ne? Können wir erstmal wieder zusammenbauen. Mount Part. So. Zap, zap. Einmal. Einmal die Bremsscheibe wieder dran, die ganzen Busschrauben wieder reindrehen. Zap, zap. Dann kommt der... Ich weiß gar nicht, was das für ein Ring ist hier. Aerobind Rear Tube Schleiermacher. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist so ein Ring. So ein... Ach, könnte das so ein... Dieser Schutzring sein für diese Speichen hier? Das ist ja so ein Gummiring, der über die Felge gezogen wird. Ich weiß es aber nicht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was genau dieser Ring da macht. So, warte mal. Das Dings hier, den Schnellspanner, müssen wir noch wieder reinmachen. So, und dann können wir das Rad einmal nehmen, theoretisch. Können das hier wieder reinbauen. So, genau, mit den ganzen Teilen zusammen. Dann machen wir erstmal den Schnellspanner wieder fest. Einmal lock. Zack. Das ist schon cool hier an so einem Fahrradschrauben, ey. Das macht schon Spaß, Leute, ey. Ein eigener Fahrradladen, ey. Habe ich mir auch schon immer gewünscht, Leute. Habe ich mir auch schon immer gewünscht. So, und jetzt müssen wir natürlich noch Luft aufpumpen, oder? Komm mal her hier, du olle Luftpumpe. Ich werde meine Luftpumpe nenne ich einfach Freezy. Ich werde die einfach Freezy nennen. Oh. Freezy kann gut Reifen aufpumpen. Sehr schön. Ja. Yeah. Richtig schön den ganzen Schwung mitnutzen. So. Perfekt. Fertig, glaube ich. So, das Ding wieder dahin. Und ich, meiner Meinung nach... Good job. Wir haben alles erledigt oder es finished. Perfekt. Das heißt, wir gehen einmal zum Computer und werden bei Current Orders aktiv. Minimum Part Conditions 75%. Gut, das passt. Finish Order. Haben wir jetzt... Okay, jetzt gehen wir in den Afternoon oder wie? So, haben wir jetzt zwei neue Aufträge gekriegt und $120. Perfekt. Was haben wir denn jetzt hier? Aerobind Ice Dog. Adjust right brake lever. Replace broken front tire. Replace broken right shifter. Dann würde ich sagen, accept the order, meine Freunde. Da ist das gute Rad. Ist das das gleiche, oder? Bin ich bescheuert? Ist das das gleiche Rad? Ja, adjust right brake lever. Right brake lever. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Front disc. Nee. Dann gehen wir mal nach hinten. Hier vielleicht. Nee, das ist, glaube ich, der Mittelpart. Brake Lever. Warte mal, was ist denn der Brake Lever? Shifter, das ist zumindest schon mal der rechte Shifter. Just right brake lever. Replace broken front tire, replace broken right shifter. Okay, den sollen wir auf jeden Fall schon mal abmachen. Dann müssen wir einmal hier diesen Baudenzug abschrauben. Und dann können wir den Kollege hier ausbauen. So. Können wir den reparieren? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass wir den reparieren können. Broken Right Shifter, den haben wir. Replace Broken Front Tire. Ah, ja. Okay, den Front Tire. Den können wir natürlich nicht ausbauen. Wir müssen das Rad ausbauen. Das heißt, wir machen hier einmal auf. Dann müssen wir das eventuell schon rausnehmen können. Ja. So, und dann gehen wir mal zu unserem Radstand. So, einmal... Das gute Stück raus. Hier den Reifen, den Tire. So, jetzt ist nur die Frage. Wartet mal. Mount Part. Nee, wir haben keinen besseren. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal in den Shop. Und müssen uns einen neuen Vorderrad bestellen, oder wie? Drive System. Nee, Wheels.
County Tour. Oh. Jetzt ist natürlich die. Warte mal. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Was für einen Reifen brauchen wir denn? Was hatten die hier drauf? Mount Part Aero Bind Front Tire Schleiermacher Country Tour VF. Country Tour VF. Moment. Shop Wheels VF. Schleiermacher Country Tour VF. Den. Einmal Etukat und wir brauchen Brake Systems. Nee. Steer Group. Nee, Brake Systems. Drive System müsste das sein. Hebi Oshi irgendwas. Gibt's ja auch die Hebi. Ach du Scheiße. Das sind Hebi Oshino, sind glaube ich nicht die Originalteile. Ich bin mir nicht sicher. Nee. Steer Group. Dann vielleicht oben bei Steer Group. Auch nicht. Sattel. Wo finde ich denn die? Ich bin mir echt nicht sicher. Sehe ich die gerade nicht? Ich dachte eigentlich, das ist ein Lenkerteil vielleicht. Aber ist es nicht. Brake System. Das sind die Bremsen. Das sind irgendwelche Rennradbremsen, würde ich jetzt mal sagen. Das sieht alles übelst technisch aus, Leute. Ich habe keine Ahnung, was das alles sein soll. Warte mal. Wir bestellen jetzt erstmal Premium Standard Shipping $6. Oh, leco mio, muchacho. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob wir den reparieren können. Aber wo können wir den reparieren? Wahrscheinlich nirgendwo. Ah ja, okay. Haben wir hier noch so ein Teil vielleicht? Nee, haben wir auch nicht. Ich würde das gerne. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Der ist ja kaputt hier vorne. Replace broken front tire, replace broken shifter. Wenn ich jetzt aber diesen Shifter hier anwähle, Mount Part, Right Shifter, Hebi Shino Nasus SL, irgendwas. SL irgendwas, den muss es doch im Shop geben, ich bin da nicht bekloppt. Brake System. Aber wo? Nee. Hebischino? Nee, Hebischino, irgendwas anderes. Hebischino, was ist das denn? Rear Disc Brake? Achso, das sind die Bremsen. Front Rim Brake, genau. Wo ist denn der Shifter? Drive System. Das sind die ganzen Zahnräder. Das sind die Ritzels. Left Pedal, das sind die Pedale, logischerweise. Hebischino Nasus, Left Shifter, Right Shifter. Hier ist er doch. Add to Cart. Okay. Perfekt. Aber bevor wir jetzt bestellen, ist natürlich die große Preisfrage, was sollen wir noch? Replace Front Tire, Replace Broken Shifter. Adjust Right Brake Leveler. Adjust Right Blade Leveler. Right Brake Lever. Right Blade Brake Lever. Left, right. Adjust. Okay, alles klar. Das ist wieder eigentlich vorhin sei das hier, Leute. Ey, da kann ich euch sagen. I speak English very well. I find nur die Worte nicht so schnell. So, was ist denn jetzt hier? So, gut, alles klar. Den haben wir eingestellt. Perfekt. Dann können wir doch bestellen. So, Shop, Card, Standard Shipping. Ja, Standard Shipping. 3 Werktage? Die wollen mich doch verarschen. Ja, dann bestell. So, wann kommt denn das? Peloton? Oh mein Gott, Fahrradsnake? Echt jetzt? Ist das Fahrradsnake? Oh lol. Es ist Fahrradsnake. Okay, wunderbar. Wir können Fahrradsnake spielen. Dann würde ich aber sagen, machen wir erstmal Order. Pending. Current. Das ist die wir gerade haben. Pending. Dann würde ich sagen, accept mir die Order mal auch. Und gehen mal mit dem auf Stand 1. Genau, dann nehmen wir erstmal das Fahrrad
und lassen den Rest erstmal liegen. Ich glaube, den haben wir jetzt hier ins Lager gestellt irgendwo, das andere Fahrrad. Muss irgendwo im Lager sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo der das jetzt hin hat. So, wir müssen ja warten, bis die Dings kommt, ne? So, was sollen wir denn hier erstmal? Replace Broken Support. Support? Adjust right Brake Level. Da kennen wir uns aus, Leute. Kennen wir uns aus. Rechter Dings. Adjust. So, machen wir das, das erst ist. Einmal einstellen. Da wird hier oben übrigens auch der Hebel gedreht. So. Perfekt. Das ist eingestellt. Dann to the rear wheel. Was ist denn da schon wieder? To the front wheel. Okay, dann müssen wir erstmal das Rad hier hinten ausbauen. Das Assembly. Einmal die Kette abbauen. Sehr gut. Ja. Einmal hier aufmachen, das gute Stück. Unlock. Okay. Was sollen wir denn noch machen? Nee, ich will das Rad rausbauen. Take off the wheel. Achso, wir müssen die Bremsen hier noch lösen. So. Unlock. Ah, guck mal, können wir die Bremse einmal aufmachen? Perfekt. Und jetzt können wir das Rad rausnehmen. Und können einmal hier... Oh, warte mal. Das Rad take off the wheel. So, dann machen wir mal das andere drauf. Oh, jetzt müssen wir aber... Ach du heiliger Bimbam. Jetzt müssen wir aber gucken, welches ist denn hier überhaupt das Richtige. Ja gut, das muss ja das Richtige sein, oder? Nee, das ist halt genau das Falsche. Es ist genau das Falsche. So, dann das Ding drauf hier. Okay, perfekt. Einmal alles abbauen. Oder sollen wir einfach nur... Bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt einstellen sollen. Oder ob wir einfach nur Luft aufpumpen sollen. Ich glaube, wir sollten einfach nur Luft aufpumpen, oder? Bin ich jetzt blöd? Warte mal, bevor ich das jetzt weiter zerlege, pumpe ich jetzt hier vorne einfach mal Luft auf. Nee, das geht nicht. Geht nicht, Leute. Wir müssen das schon, auseinanderbauen hier. So, einmal raus damit. Einmal raus damit. Ich weiß gar nicht, ob man das alles abbauen muss, wenn ich ehrlich bin. Oder ob man das einfach, ob man das wirklich komplett auseinanderbauen muss. Oh, hier einmal einstellen, den Kollege. Oh. Das Ding läuft nicht ganz rund, das sage ich euch. Perfekt. Dann bauen wir das wieder zusammen. So. Das wieder drauf. Die Teile sehen ja auch alle gut aus. Also die scheinen ja alle in Ordnung zu sein. Von daher. So. Dann einmal den Ring da wieder drauf. Einmal den Reifen wieder drauf. Und dann sollten wir das eigentlich perfekt gelöst haben. Können wir das hier aufpumpen schon? Ach, guck mal. So. Gibt es da irgendeinen Trick bei dem Aufpumpen? Ich weiß nicht so genau. So, das Ding wieder hier hin. Take off the wheel. Und dann bauen wir den mal wieder hier hinten rein. Und dann sollte das, glaube ich, erledigt sein, diese eine Aufgabe. So. Ah ja, perfekt. Okay, dann können wir die Kette wieder drauf machen. So. Wunderbärchen. Und können einmal hier hinten den Spanner wieder anziehen. Den Spanner wieder anziehen. Einmal lock. Perfekt. Und hier einmal die Bremse wieder festmachen. So, dann geht die nämlich auch wieder. Wunderbar. Und dann können wir hier vorne das Rad noch ausbauen. Take off the wheel. Müssen wir auf jeden Fall hier diesen Dynamo einmal wegmachen. Oh, weggeklappt, den Kollege. Warte mal, ich will hier ran. Ich möchte da ran, bitte. Och, jetzt sei da nicht so. Bremse aufmachen. Oh, perfekt. Dann hier einmal den Schnellspanner aufmachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, da kann man ja froh sein, dass das eigentlich alles so easy geht, ne? Mit Schnellspannern überall und so weiter. So, dann hier das Rad nochmal zerlegen. Ist auch wieder das Falsche übrigens. Ist auch wieder das Falsche übrigens. Jetzt haben wir es. Warte mal. Ich habe mal eine Idee. Ich will mal gucken. Nee, das wird nicht funktionieren, oder? Kann ich das? Ah, nee, muss man zerlegen. Okay, also der Versuch war es ja wert.
Warum ist denn das immer so? Warum tauscht der das denn immer mit Blatt 1 und 2? So, jetzt aber. Okay, einmal, was müssen wir auseinanderbauen? Wir müssen erstmal den Reifen rausnehmen. Sehr schön. Zap, zap. Und müssen einmal hier dieses komische Band rausnehmen. Okay. Haben wir noch irgendwas? Den Schnellspanner müssen wir vielleicht noch entfernen. Einmal raus da mit dir. Und meines Erachtens war es das gewesen. So, jetzt können wir den einmal hier einstellen. Oh, das Ding ist auch gut schief, Leute. Oh, 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 moin. So, perfekto. Und wieder zusammenbauen. Okay. Dann einmal hier diesen Gummi wieder drauf. Mount Part. Einmal den Reifen wieder drauf. Oh, ich bin aber auch... Ey, ich bin zu schnell, Leute, jetzt. Jetzt bin ich zu schnell hier. Jetzt mache ich hier die Schusselfehler. So, jetzt aber hier Reifen drauf. Den Weißbandreifen, den schönen, den gibt es da wieder. So, den Schnellspanner rein. So, komm her hier. Schnellspanner rein. Zack, zack, zack. So, Luftpumpe her. Freezy, einmal aufpumpen bitte. Hallo, Freezy. Und ja. Und ja. Und ja. Und Pump. Sehr gut gemacht, Freezy. Prima. Oh, weg das Ding. Take off the wheel. Dann müssen wir den Auftrag eigentlich fertig haben, wenn mich nicht alles täuscht. So, den Kollege wieder rein. Ja, Mann. Sehr gut. Nur noch wieder zusammenbauen. Replace Pro. Ach nee, Broken Support. Shitty, was war denn der Broken Support? Ich habe keine Ahnung, was Broken Support ist, Leute. Ach, das ist aber echt ein kompliziertes Geschichte jetzt. Warte mal, ich will erstmal hier die Bremsen alles zusammenbauen. Broken Support. Ist der Support? Eine Pedale? Nee. Broken Support. Was ist denn der Support beim Fahrrad? Boah, ist schwer, glaube ich. Was ist der Support? Ich suche das mal schnell. Leute, ich habe den Support gefunden. Der Support ist dieses Teil, was hier in diesem Rahmen drin sitzt. Das ist ja krass. So, dann warte mal, dann müssen wir das mal alles abbauen hier. Einmal die Pedale runter, dann... Boah, das wird ja eine richtig wilde Nummer. Da müssen wir ja das ganze Fahrrad hier vorne nochmal zerlegen, um den Support da rauszubekommen. Also, das wird noch nicht reichen, glaube ich. So, warte mal, die Pedale noch ab. Ah. Support ist ja die Unterstützung, aber... Warte. Kette runter, logischerweise. So. Boah, das ist aber eine ganz schöne Hausnummer jetzt hier. So, Kette runter. Dann das Teil ab. Jetzt könnten wir theoretisch, glaube ich, den Support rausziehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Support, was haben wir denn für einen Support? 1509, Ref 5... Nee, warte mal. Shitty, was ist das für ein Support? Wie heißt denn der? Warte mal, ich kann ja mein Inventar gucken. Thomas Support Punch Tools P22. Gott, P22. Shop Support Drive System müsste Support sein, oder? Ja. P22, der hier ist es. Ist ja nicht ganz billig. Educat. Oder? Okay. So, und wann kommt denn das Zeug jetzt an? Muss ich jetzt mal blöd fragen. Wie komme ich denn jetzt in den nächsten Tag überhaupt? Orders? Ach du heiliger Bimbam. Nee, das sind ja meine aktuellen Sachen, die ich mache. So. Ich würde ganz gerne die Uhr vorstellen. Wie kann ich denn die Uhr vorstellen, Leute? Sag mir mal, wie ich die Uhr vorstellen kann. Hat mir keiner erklärt hier. So, warte, mach ich, finde ich raus. Leute, im Kalender können wir vorspulen. So, wenn wir hier auf den PC gehen und dann hier in den Kalender rein, dann können wir vorspulen. Shipment. Das ist perfekt. Hier ist die erste, oder hier ist das erste Fahrrad, hier das zweite Fahrrad, was fertig sein muss. Für den Herrn Potter und für den Herrn Sigal. Perfekt. Das heißt, wir werden einmal zum dritten Spiel springen. Forwards Time. Mal gucken, wo wir jetzt sind. Forwards Time. Wir sind Tuesday. Sehr gut.
Okay, wir sind in Tuesday. Bringt uns aber allerdings nichts. Wir müssen auf den Mittwoch, Leute. So. Evening, perfekt. Und jetzt sind wir am Mittwoch. Das heißt, unsere Order müsste eigentlich jetzt angekommen sein. Ich guck mal ganz kurz. Ja, super. Es ist gar nichts angekommen. Oh. Ja, ja, yippie. Okay, das ist leer. Ah, hier habe ich die, hier packe ich die Sachen aus oder was? Und dann haue ich die einfach da rein. So, wenn die Kartons offen sind, sind sie leer, glaube ich. Perfekt. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht. So, warte mal. Jetzt haben wir erstmal hier das Teil geordert. Jetzt können wir das Fahrrad erstmal fertig machen. Jetzt geht es aber richtig voran hier. So, Mount Part. Oh, exzellent, Leute. Perfekt. Das hat schon mal gut geklappt. Okay. Naja, so kompliziert ist das alles gar nicht, ne? Außer man heißt halt eben McManus. Das ist halt immer das Problem an der Sache. Aber das Fahrrad haben wir auf jeden Fall jetzt fertig. Das bauen wir nur noch wieder zusammen und dann können wir das einmal zurückgeben und haben den nächsten Auftrag fertiggestellt. Sehr gut. Und haben wieder ein bisschen Kohle verdient. Man kann natürlich auch dieses Premium-Shipping machen. Geht natürlich auch. Kannst du, dann sind die, also sind die Sachen natürlich gleich da. Die bestellten Sachen aus dem Shop, aber theoretisch hätten wir jetzt auch, wo wir nach Dienstag gesprungen sind, gucken können, ob wir schon eventuell eine neue Order gekriegt hätten. So, das Fahrrad ist fertig. Orders, City Bike. Broken Support, genau, Finish Order. Meiner Meinung nach war es jetzt das gewesen. Ja, Finish Order. Perfekt. So, jetzt können wir das andere Fahrrad noch auf den, aus dem Storage holen und auf Stand 1 schmeißen und können sozusagen hier auch noch das letzte machen. Replace Front Tire Mount Part. Moment. Müssen wir erstmal hier wieder zusammenbauen. Einmal hier raus. So. An den Wheel Stand und dann können wir hier, glaube ich, jetzt erstmal diesen Gummi wieder drauf. Och, mach doch nicht immer sowas mit mir. Komm schon. Gummi drauf. Ach, der war drauf. Habe ich schon Tom gebaut. So, jetzt aber. Reifen. Sehr gut. Da haben wir einen neuen Reifen. Der kommt einmal drauf. Einmal drauf. Hier ratscht. Fertig. So. Dann machen wir das Ding wieder rein. Den Schnellspanner. Nee, der Schnellspanner war schon drin. Wir hatten alles schon zusammengebaut, außer den Reifen. I see, Leute. So, Freezy, einmal Luft aufpumpen, bitte. Sehr gut, das passt auch. Zap, zap, und dann können wir den Kollege einmal wieder einbauen hiervon. So, wunderbar. Ich weiß gar nicht, was bei dem Fahrrad noch war, wenn ich ehrlich bin. Wir können hier einmal den Schnellspanner wieder festziehen und wir müssen die Bremse vorne, ich bin mir nicht sicher. Haben wir die Bremse vorne gelöst? Aber ich glaube nicht. Nee. Das passt alles. So, jetzt brauchen wir den Shifter noch. Genau, den hat man auch bestellt. Kommen wir daran hier. So. Perfekt, Leute. Perfekt. Also, wenn man es einmal raus hat, ist das echt eine coole Sache, ey. Macht Spaß, muss ich ehrlich sagen. Macht Spaß. So, Bauenzug wieder dran. Theoretisch ist dieses Fahrrad fertig, Leute. Meiner Meinung nach sollte dieses Fahrrad fertig sein. Und das heißt, wir können auch diese Order finishen. Ja, Mann! So, $2.353 verdient. Wir hätten jetzt hier noch ein neues Fahrrad, was wir sozusagen einmal reparieren könnten. Schauen wir mal, was das für ein Bike ist. Aber da können wir, wenn ihr Bock habt, uns in der nächsten Folge drüber beschäftigen. Ja, war mal ganz nett, in die Demo reinzuschauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.